egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Die Botschaft ist hier. Das Buch Hiob ist ein Buch über die Größe Gottes und über die Menschen. Ich habe das aus dem Internet, diese Zusammenfassung. Ja? Und hier sind ein paar Ausschnitte aus dem Buch Hiob. Das Buch Hiob, Kapitel 1, Vers 1. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Sehr frei übersetzt. Eines Tages versammelten sich die Engel im Himmel, da weiß ich jetzt auch noch nicht genau, und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Überrascht dich das? Fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch's doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren, dann wird er sich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr. Mach mit seinem Besitz, was du willst, nur ihn selbst taste nicht an. So verließ der Satan den Herrn und die Engel. Also Hiob verliert seinen ganzen Besitz, seine Kinder, 10 Stück, so wie ich mir kann, und seine Gesundheit. Kapitel 2, 9 Vers 10. Jo. Jo. Na, immer noch fromm, wollte seine Frau wissen. Mach doch Schluss mit Gott und stirb. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollen wir dann auch nicht das Unheil annehmen? Selbst jetzt kam kein bitteres Wort gegen Gott über Hiobs Lippen. Hiob hatte 3 Freunde, Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. Als sie von dem Unglück hörten, das über ihn hereingebrochen war, vereinbarten sie Hiob zu besuchen. Netter Zug. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen raus, sie zerrissen ihre Kleider und schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen, denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Dann erst begann Hiob zu sprechen. Er verfluchte den Tag seiner Geburt. Es folgen viele, viele Reden. Die Freunde wollen Hiob bewegen, seine Schuld einzugestehen. Hiob versinkt in Verzweiflung. Er fordert Gott heraus und besteht darauf, dass er nichts falsch gemacht hat. Kapitel 34, großer Sprung. Der Freund Elihu fasst Hiobs Position zusammen. Elihu ist keiner der Namen von den 3 Freunden, die vorher erwähnt wurden. Das ist noch ein 4. 8. auf die Feinheit. Denn Hiob behauptete, ich bin unschuldig und doch verweigert Gott mir mein Recht. Obwohl ich Recht habe, werde ich als Lügner hingestellt. Trotz meiner Unschuld hat mich sein tödlicher Pfeil getroffen. Zitiert Elihu den Hiob. Und jetzt sagt Elihu weiter. Schaut, was ist los, kaputt? Ja, was ging's? Ich hab hier was alles? Bitte. Ich nehme mal die anderen. Und total verbringen. Okay. So, und Elihu, Rückseite hast du keine? Ja, ist ja Fusch, du. Ne? Okay. Ja, einer wieder. Hast du alles? Habt ihr alle gesagt? Ja, ich hab das jetzt mal. Gut. Ja, mein Sohn druckt das für mich immer. Und dann gibt es dann auch schon mal Fehldrucke dazwischen. Das ist in Ordnung. Ja, ist interessant, dass sich hier in der Lobpreisgemeinschaft alles mitbeteiligt im Hintergrund. Mein Junge. Okay, wo sind wir? Da sind wir. Elihu erzählt weiter, wir sind oben in der ersten Zeile. Schaut euch Hiob an, wie er sich im Spott gefällt, wie er mit den Übeltätern Freundschaft schließt und sich mit gottlosen Menschen einlässt. Denn Hiob behauptete, es nützt gar nichts, wenn ein Mensch versucht, Gott zu gefallen.
Dann aber redete Gott mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm: Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wieder ein Sprung. Gott antwortete ein zweites Mal. Der Herr fragte Hiob: Willst du weiter mit mir streiten, mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und Antwort. Darauf antwortete Hiob nur: Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts erwidern, darum lege ich jetzt die Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und dann noch einmal, aber ich will es nicht wieder tun, ich habe schon zu viel gesagt. Da sprach Gott zu Hiob aus dem Sturm: Tritt mir gegenüber wie ein Mann und antworte auf meine Fragen. Willst du mein Urteil widerlegen und mich schuldig sprechen, nur damit du Recht behältst? Gott offenbart Hiob seine Macht. Hiobs letzte Rede und Gottes Handeln. Da antwortete Hiob: Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt: Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt: Hör mir zu, jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das ist übrigens Kapitel 42, Vers 5. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas aus Teman: Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es tat. Bringt nun 7 junge Stiere und 7 Schafböcke, geht damit zu meinem Diener Hiob und bringt sie als Brandopfer dar. Hiob soll für euch beten, denn nur ihn will ich erhören und euch um seinetwillen nichts Böses tun. Denn ihr habt nicht, wie er, die Wahrheit über mich gesagt. Das taten Eliphas aus Teman, Bildad aus Schwach und Zophar aus Naama, was ihnen der Herr befohlen hatte. Und Gott erhörte Hiobs Gebet. Als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Und jetzt brauche ich die Bibel, die aufgeschlagene. Da würde ich gerne aus Kapitel 42 den Vers 5 nochmal lesen. Oder mal schauen. Genau, steht ja dasselbe. Ich hatte von dir, so sagt Hiob, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und irgendwas fehlte mir noch. Was in der Bibel steht, aber nicht auf diesem Blatt. Jo. Naja, keine Ahnung. Aber wir haben so einen leichten Überblick, was wir jetzt überhaupt total rausgenommen haben. Und das ist eigentlich blöd, aber es ist so lang. Da steht ja nur, Hiob verliert sein ganzes Besitz, seine Kinder und seine Gesundheit. Da war Sturm. Da war Orkan. Da war fremde Völker, die ihn angegriffen haben. Ja? Das haben wir jetzt alles nicht mitgelesen. Da bricht ein Haus zusammen und 10 Kinder sind gleichzeitig tot. Ja? Dieser Mensch ist extrem reich. Extrem reich. Der muss mindestens 500 Diener haben. Denn wenn du in der Bibel mal liest, wie viele, wie heißt das, Ochsen oder weiß ich nicht, wie die Sachen heißen. Wenn du die siehst, diese Kühe und Ochsen, das ist kein Kuhzucht, Milchzucht, sondern das sind Ackertiere.
Das heißt, wenn du so viele Kühe und Ochsen hast, wie in der Bibel beschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, und wir nehmen mal an, zwei, ne, unter einem Joch zwei. Und wenn du das zusammenziehst, hast du massenhaft Felder im Land und du brauchst mindestens 500 Mitarbeiter, allein um diesen Tierfuhrpark in Einsatz zu bringen. Das heißt, dieser Mann war ein Fürst. Der war extrem reich. Ja, und dann passiert diese ganze Geschichte. Und Hiob hat ein gutes Zeugnis von Gott selber. Er hat den rechten Glauben oder Gottesfurcht. Lasst es mich mal mit rechten Glauben übersetzen. Er hat den rechten Glauben, also er ist ein, und eigentlich lobt Gott ihn vor den Engeln und Satan und sagt, Top Man, klasse. Also übersetzt für uns, so als Reizwort, ins, bei uns jetzt ins Christenglauben rein. Hiob glaubt an Jesus, also nicht Hiob jetzt, aber für uns übersetzt. Wir glauben an Jesus, es ist alles klasse und dann passiert diese Geschichte. Was hat Hiob falsch gemacht, ist eigentlich nicht ganz die richtige Frage. Jo, das wollte ich uns mal vorlegen und trotzdem die Frage so stellen, was hat Hiob falsch gemacht und was hat das eigentlich mit Jesus und seinem Kreuz zu tun? Und ab jetzt versuche ich still zu sein. Das ist schwer, Leute, ihr wisst es. Also ich finde, er hat gar nichts falsch gemacht. Er hat nichts falsch gemacht. Er hat vielleicht von Gott so gedacht, dass er, wenn er so richtig fromm ist und richtig glaubt, dass es ihm dann immer so gut gehen wird. Vielleicht war das der Fehler, aber dass er irgendwas Böses getan hat, was jetzt so... Okay, ja. Wir können das gleich abkürzen. In 38 Vers steht, dass er was Falsches gemacht hat. Dann aber redete Gott mit Hiob, antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Und Hiob hat zuvor dann auch behauptet, ich bin unschuldig und doch verweigert Gott mir mein Recht. Obwohl ich Recht habe, werde ich als Lügner hingestellt. Trotz meiner Unschuld hat mich sein tödlicher Pfeil getroffen. Das, denke ich, hat er falsch gemacht. Und dieses Zeugnis kriegt er eigentlich auch von Gott. Du hast ein Hiob hat seine, hat sozusagen in Gottes Namen gesprochen, ich bin gerecht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Wieso widerfährt mir jetzt dieses Übel? Warum hat mich dieser tödliche Pfeil getroffen? Und daraufhin stellt sich Gott vor ihn und sagt, wer bist du denn eigentlich? Hast du eigentlich keinen Verstand? Bist du, wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Warum fragt Gott solche Fragen? Keine Ahnung. Ja, weil er einfach sagt, hier, bist du Gott? Wie kommst du daraus, dich selber gerecht zu sprechen? Wie kommst du darauf, dich zu empören über das Unheil, das dich trifft? Hört sich echt fies an, oder? Und dann sagt Gott in 40, 1 bis 8, du hast mich angeklagt. Nun steh mir Rede und Antwort. Also Hiob hat Gott im Laufe der Rede, ihr müsst es natürlich dann nochmal im Original lesen, hat Gott angeklagt, ich habe nichts gemacht, Gott macht das völlig zu Unrecht mit mir, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin doch Christ, ist doch, ich habe doch mein Leben Jesus gegeben, ist doch alles okay. Wieso geht es mir jetzt immer noch so dreckig? Also jetzt übersetzt, ne? Aber es steht ja auch gesagt, nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas aus Teman. Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es tat. Also sagt er auch, dass Hiob die Wahrheit gesagt hat. Ja. Der Anfang müssen wir natürlich sehen. Der Anfang ist ja toll. Die nahen Verwandten sind gestorben und seine Frau sagt ihm, komm, lass stecken, ist vorbei, komm, vergiss den Gott und vergiss dein Leben, Ende. Und da sagt Hiob, ja, für viele, für uns bekannte Vers, der Herr hat es gegeben,
Der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Sollen wir nicht das Gute, sollen wir dann auch nicht das Schlechte nehmen? Da fängt er noch gut an. Und er erkennt die Wahrheit seiner Position. Das, was du sagtest, war dann der Schluss. Und da sind wir noch nicht ganz, da kommen wir noch hin. Was hat Hiob falsch gemacht, habe ich gefragt. Und die zweite anschließende Frage oder die Beifrage ist, was hat das eigentlich mit Jesus und Jesus sein Kreuz zu tun? Das ist bestimmt eine extrem schwierige Frage. Hier ist Verstand gefragt, aber wir wissen ja jetzt, wie wir dran kommen. Ne? Seit Donnerstag. Ne? Nicht Herr, schenke uns mehr und mehr, sondern was sagte Martin Westerheide? Herr, schließe meinen Verstand auf. Ich bin das Problem, nicht Gott und die Bibel. Justina, hast du eine Idee? Nein. Noch nicht? Gut. Noch nicht, nein. Wir haben Zeit. Ich sage gleich wieder. Alles klar. Okay. Was passiert hier? Was können wir uns den Menschen Hiob nur nehmen? Wir lassen weg die Geschichte mit Satan, das ist ja auch wieder enorm, dass Gott aufschreiben lässt, dass er ein Gespräch mit Satan führt und sowas. Das lassen wir alles weg. Was ist mit diesem Menschen hier? Er ist gerecht. Er handelt richtig und das ist genau das, was der Satan benutzt, um über Gott irgendwie, ich meine, wenn du den ja auch so segnest, wie kann er dann auch da großartig... Ja, der macht an sich nichts falsch, hat immer die Gesetze befolgt, hat immer den Finger schön vom Bösen gelassen und trotzdem ist er dann von Gott so hart gestraft worden. Es gibt ja schon gewisse Parallelen dazu, wie es Jesus dran erging. Ne? Zum Beispiel. Ja. Aber lass uns die Parallele Hiob und uns nehmen noch, bevor wir da weitergehen. Nämlich, das war toll, der hat lebt okay mit Gott. Also kriegt ein gutes Zeugnis. Und warum leitet Gott jetzt diese Prüfung, ein? Wer hätte den Satan noch wegschicken können? Komm, lass stecken, vergiss es. Das Problem war, glauben wir nur an Jesus, meine ich jetzt übertragen auf uns, glauben wir nur an Jesus, weil es uns gut geht? Wenn wir dann denken, weil wir dann rechnen können, wenn wir uns gut verhalten, wenn alles prima ist, dann muss uns Gott segnen. Und wenn wir uns schlecht verhalten, kriegen wir gleich eins auf die Rübe. Ist das unser Gott? Okay. Das müssen wir uns fragen. Und das müsste Hiob sich auch fragen. Okay, aber das ist die menschliche Perspektive. Ja. Meine Frage ist die Perspektive. Ja, mach du mal. Hier war es so, dass Gott ja ganz stolz auf den war. Er hat ja dem Satan gesagt, hier, hast du den gesehen? Der ist hier top. Der ist echt super. Und also Gott hat so ein Vertrauen in ihn gehabt, in Hiob, dass er genau gewusst hat, der würde nicht von ihm abfallen. Das finde ich spannend. Das habe ich noch nie gesehen. Ich sag mal folgenden Satz. Ich lese in Hiob einen Zustand, der allen Menschen eigen ist und einer Erlösung bedarf. Ich lese in Hiob einen Zustand, der allen Menschen eigen ist und eine Erlösung bedarf. Und wir vergessen nicht den Anfangsvers. Dieser Mann ist gerecht, Topman, Gott findet ihn klasse. Und ich lese in der Geschichte trotzdem, dass Hiob Erlösung bedarf. Trotz, dass er gerecht ist, sich nicht zu Schulden kommen lässt. Und ich lese in der Gesamtgeschichte, dass Hiob Erlösung bedarf. Könnt ihr das auch sehen? Dass Hiob Erlösung braucht. Also zum Beispiel in dem Satz, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen.
glaube, es ist die Frage, ob Hiob wirklich eine Beziehung hat zu Gott. Also wenn er du und du Beziehung, sondern oder ob es jetzt einfach nur so eine ja, ein Befolgen der Gesetze, hier, was ihm wahrscheinlich Astrein da hingelegt hat, aber hat er Gott wirklich als jemanden gesehen, zu dem man reden kann, zu dem man ja, eine Beziehung haben kann, wie zu seiner Frau, zu seinen Kindern oder darüber hinaus. Oder sogar wie Jesus zu seinem Vater. Oder so. Genau. Lass uns das übersetzen und da weitermachen, das können wir jetzt sehr gut aufnehmen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber sagen wir mal, wir wären, nein, die Gerechtigkeit Christi wird uns übertragen. Das heißt, wir sind nach dem Gesetz vor Gott top, wegen Jesus, der für uns am Kreuz starb. Das heißt, wir sind für Gott nach seinem Gesetz top, weil Jesus das Gesetz erfüllt hat. Weil Jesus unsere Ungesetzlichkeit auf sich genommen hat. So, das heißt, wir sind jetzt so wie am Anfang bei Hiob, der Mann ist gerecht, achtet auf seine Zeit, achtet auf seine Ordnung, wie er Gott mit einbezieht in sein Leben. Also ich würde sagen, können wir das vergleichen? Ich meine, vielleicht kann man es ja nicht vergleichen. Können wir uns da ein bisschen vergleichen? Können wir sagen, jo. So. Und jetzt, Freunde, es ist ja nun mal so. Also wir haben zwar letzte Woche darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, in einer Beziehung mit Christus ist keine Angst mehr. Ich laufe noch mit Angst rum. Wenn ich das jetzt hier mal übertrage und ich wäre so ein Mensch, rechtschaffen und aufrichtig, habe Ehrfurcht und ich hüte mich davor, böse zu tun, wenn ich mich mit ihr vergleiche. Und dann doch, wie ich eben sagte, der Erlösung noch bedarf. So wie ihr auch. Marie, einen kleinen Trink? Einen Tee? Sonst machen wir nochmal einen Wasserkocher an. Aber noch nicht, Moment. Brauchst du was? Nein, danke. Okay. Also für mich ist Hiob das Beispiel dafür und er erlebt dieses. Er erlebt dieses nicht, weil Satan kommt, sondern weil Gott einen Plan mit Hiob hat. Der erlebt das nicht, weil da auf einmal Satan meint, er muss die Menschen kaputt machen. Sondern er erlebt das, weil es in Gottes Plan hineinpasst, was Satan da gerade fordert. Es passt hinein. Ich denke, Gott geht mit jedem von uns diesen Weg, damit wir nicht übersehen, dass Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit und Ehrfurcht vor Gott, also sprich unsere Art, wie wir Beziehung mit Gott leben, dass das bloß nicht Mittelpunkt wird. Sondern der Mittelpunkt von Gott her gesehen sich auf uns überträgt. Und Gottes Weg mit uns ist ein Weg zur Erlösung. Und dasselbe sehe ich in der Geschichte von Hiob. Hier ist kein Problem. Das Problem ist immer dann da, wenn ich nicht weiß, was mein Ziel ist. Mit meinem Glauben, mit meiner Aufrichtigkeit, mit meiner Rechtschaffenheit, mit meiner Ehrfurcht vor Gott und mit dem, dass ich mich fernhalte vom Bösen. Wenn ich das nicht mehr weiß, hat jeder kleinste Kopfschmerz, jeder kleinste Zahnschmerz, hat für mich den größten Zweifel, den ich an Gott haben kann. Warum geht es mir jetzt gerade schlecht? Weil ich nicht vom Ziel her sehe, weil ich nicht vom Wohin her gucke, von Gott her. Sondern ich denke, wenn ich von mir aus gucke, von meiner Art, Gott, Jesus nachzufolgen, wenn ich die Dinge von dieser Sichtweise aus sehe, dann weiß ich nicht, warum ich eben wieder mich so stoßen musste,
dass jetzt meine Kniescheibe da zertrümmert ist oder was uns alles so passiert oder warum ich jetzt wieder Depri habe oder dieses und jenes oder warum mein Nächster mir nicht gefällt oder warum ich einfach eben nicht rundum glücklich bin. Und ich, das verstehe ich, denke ich, gerade dieses Buch ist deswegen so wunderbar, weil hier wird gezeigt, die Geschichte beginnt aus Gottes Sicht. Warum beginnt die Geschichte aus Gottes Sicht? Haben wir uns nie gefragt, wir finden es nur interessant. Und dann kommen Leute an und sagen, oh Gott und Satan, machen wir eine Wette und dann läuft die Geschichte. Und dann haben alle Angst vor diesem Gott, weil so einen Gott will ich auch nicht haben, der dann mit Satan da über mich dann da so rumwürfelt. Aber so ein Gott wird da auch gar nicht beschrieben. So ein Gott wird da gar nicht beschrieben. Da wird ein Gott beschrieben, der schon gesiegt hat. Ja, sondern hier wird beschrieben, aus Gottes Sicht, um uns, denke ich, mitzuteilen, nicht deine Sicht zu Gott ist entscheidend. Und diese Sicht bestätigt Gott gerne. Ja, du bist rechtschaffend. Du hältst dich vom Bösen fern, du gibst dir Mühe, in meinen Augen wohl zu erscheinen. Und diese Mühe sollten wir alle aufbringen. Aber die Geschichte von Hiob zeigt dann im Verlauf, dass Gott ein Ziel hat. Und das ist Erlösung. Und unsere Nachfolge dürfen wir nicht verwechseln mit dem, was Gott durch Christus uns schenken möchte. Erlösung. Weil wenn ich unsere Nachfolge damit verwechsle, dann kann ich 40, 50, 60, 70, 80 Jahre in einer wunderbaren christlichen Welt leben, wo wir uns alle mehr oder weniger mögen. Jesus berichtet allerdings von Liebe, nicht von Mögen. Jesus berichtet von Wahrheit, die frei macht, nicht von, ist mal wieder etwas gelungen, ich bin ganz gut durchgekommen in meinem Leben. Jesus berichtet von dem Himmel, der in dir, an dir und in den du einziehen sollst und leben darfst. Ich glaube, diese Hiob-Geschichte ist eine Erlösungsgeschichte, die Gott uns mitteilen möchte. Ja, mal gucken. Vielleicht fällt uns da was ein. Ich muss mir noch die Toilette. Bitte, das kann uns auch einfallen. Ja, wenn... Matthias. Oh, Martin. Also, kann man sagen, dass wir darauf vertrauen können, dass der Herr Jesus uns durch Hiob weiterhilft, durch die Hiob-Geschichte weiterhilft? Ich glaube, die Hiob-Geschichte ist eine Standardgeschichte dafür, dass wir alle wissen sollen, wir brauchen Erlösung. Und diese Geschichte der Erlösung, wir haben das Glück, wir leben jetzt mehr als 2000 Jahre nach Christi Erscheinen. Und Kreuzigung und Auferstehung. Ich muss auf Toilette, okay, bitte. Lass dich nach. Danke schön, danke. Lass dir Zeit. Danke, okay. Danke. Wir haben es jetzt leicht, wir kriegen die Botschaft tatsächlich, wir können diese Botschaft tatsächlich erfahren. Wir dürfen sie jetzt auch schriftlich erfahren, wir dürfen die Botschaft nachlesen. Hiob hat eine Gottesbeziehung und erlebt diese Sache und ich weiß, na, vielleicht haben wir es nicht leichter. Kann es sein, dass es für uns manchmal vielleicht sogar schwerer ist? Denn wir wissen von einem Jesus, der unser Leben erlösen möchte und dann laufen wir alle rum und wir... Vielleicht verstecken sich unter uns ein paar Erlöste, aber ich glaube, der größte Teil ist nicht erlöst unter uns. Und wir fragen uns, Herr, wann wird es geschehen? Ich verstehe das gar nicht. Und ich glaube, dass Hiob in seiner Gesamtgeschichte einfach die Antwort gibt. Ich möchte euch zeigen, dass die Widersprüche in euch liegen. Nicht in eurer Frömmigkeit, die ist okay. Sondern das Ziel eures Lebens ist ein anderes, als dass ihr
glaubt, als dass ihr in meinen Augen gerecht seid. Sondern das Ziel Gottes ist ein Ziel mit dir zusammen. Es ist kein Ziel, das woanders ist. Oder nur woanders ist, nämlich in der Schrift, in der Verkündigung, in dem, dass wir anderen Leuten sagen, Jesus liebt dich, sondern diese Jesu-Liebe soll eine Jesu-Liebe sein, die wir nicht mit dem Mund führen, sondern die uns erreichen möchte und in der wir dann sein dürfen. Und die Hiob-Geschichte mit seinem extremen Widerspruch, wie der ist gerecht und dann muss der sowas erleben, weil Gott einfach ein größeres Ziel hat. Und wir sollten es nicht vergessen. Nochmal Abschlusssatz. Unsere Nachfolge ist nicht der Mittelpunkt. Unsere Jesusgläubigkeit ist nicht der Mittelpunkt. Sondern von Gott her sind wir das Ziel von Jesus. Das heißt, Gott möchte mit Jesus bei uns ankommen, mit seiner Erlösung bei uns ankommen. Und da passieren wirklich Dinge, die wir wahrscheinlich alle erfahren, wo wir sagen, mit meinem bisherigen Glauben konnte ich manche Dinge nicht vereinbaren. Gott, warum, warum? Gott möchte das Warum beantworten. Jo. Und den Rest bitte selber in der Bibel lesen, sich vom Heiligen Geist in die Wahrheit leiten lassen. Ich bin begrenzt und weiß auch nicht alles.